So, weiter geht's mit Gothic 2, die Nacht des Rabben. Gut. So, letztes Mal haben wir hier toll aufgesprochen. Ich speichere immer so ein bisschen ab. Ich will mich den Söldnern anschließen. So? Und warum glaubst du, sollte ich wohl dafür sein, dass du hier aufgenommen wirst? Ich habe da meine eigene Meinung. Stell mich auf die Probe. Hat Lee dich zu mir geschickt? Er sagte, du würdest mir weiterhelfen. Gut, dann wollen wir mal. Es gibt zwei Dinge, die du tun musst, bevor du bei uns mitmachen kannst. Erstens, du musst beweisen, dass du fähig bist, die Aufgaben zu meistern, die du als Söldner zu erfüllen hast. Ich werde dich auf die Probe stellen. Und zweitens, du musst dir den Respekt der anderen Söldner verdienen. Wie verdiene ich mir den Respekt der anderen Söldner? Den meisten wird es reichen, wenn du meine Aufgabe erfüllst und deine Probe bestehst. Aber einige unter ihnen wirst du auf andere Art überzeugen müssen. Manche werden versuchen, deine Situation auszunutzen und wieder anderen passt vielleicht deine Visage nicht. Du solltest versuchen, mit möglichst vielen der Jungs gut auszukommen. Aber wenn nichts mehr hilft, kannst du dich immer noch auf ein Duell einlassen. Wenn du gewinnst, wird das den meisten Respekt beibehalten. Aber achte darauf, dass du nicht versehentlich einen dabei umbringst. Denn dann hast du ein fettes Problem. Ich weiß gar nicht, warum er sich so auf... Okay. Was sind die Duellregeln? Ganz einfach. Beide Gegner müssen Gelegenheit haben, ihre Waffe zu ziehen, bevor der erste Schlag geführt wird. Du kannst nicht einfach hingehen und einem der Männer ohne Warnung eins überbraten. Es muss eine Art Herausforderung ausgesprochen werden, eine Beleidigung oder ein anderer Grund zu kämpfen. Keiner der anderen Männer wird sich in so einen Kampf einmischen, es sei denn, einer der beiden wird bei dem Duell getötet. Mhm. Er ist gerannt, als ob Bilja selbst... Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Kort ist der Meinung, du müsstest erst lernen, besser mit der Waffe umzugehen. Seifer sagt, du schuldest ihm noch einen kleinen Gefallen. Du wüsstest schon, worum es geht. Rott hält dich für einen Schwächling. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Raul ist gegen dich. Ich glaube, er kann dich nicht leiden. Von Silvio und Vulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Basta meinte, du wärst okay. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten warten einfach ab, ob du die Probe bestehst. Du bist noch lange nicht so weit, Kleiner. Wenn du bei uns aufgenommen werden willst, musst du schon was dafür tun. Gut. Ich weiß ja schon sozusagen, was da so abgeht. Ich versuche einfach nur an Erfahrungen mitzunehmen, was geht. Cypher, ich weiß, was ich für den tun muss. Mit dem muss ich nochmal schwätzen, aber ich glaube... Was rauchst du da? Willst du mal ziehen? Nein. Ich will mich den Söldnern anschließen. Hast du was dagegen? Mir egal. Der Typ ist so chillig. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Hast du was damit zu tun? Nein. Der Typ ist so geil. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Der Typ ist so fettig. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Ich mag den Kerl, der ist so richtig genial. Mal gucken, ob ich es aus dem rausprügeln kann. Ich prügel es aus dir raus. Entspann dich. Ich bin viel zu dicht, um mich mit dir zu prügeln. Hier, nimm erst mal einen tiefen Zug. Der Typ ist so geil. Der ist so genial. Ich mag den Kerl echt. Der ist genial, der ist wunderbar. Gut. Rot.
glauben, was man hört. Ich bin stark genug. Unsinn, du könntest ein ordentliches Schwert wie meins nicht mal hochhalten. Ich sagte, ich bin stark genug. Ich lach mich tot. Willst du es auf eine Wette ankommen lassen? Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich wette, ich kann mit deinem Schwert umgehen. So? Wie viel soll ich dir abknüpfen? Ach, du siehst aus wie eine arme Wurst. Sagen wir 30 Goldstücke. Hast du überhaupt so viel? Ja, das sollte gehen. Klar. Dann lass mal sehen. Hier. Dann wollen wir mal sehen, wie stark du bist. Hm? Etwa so? Da hast du mich wohl dran gekriegt. Also wir müssen einen gewissen Stärkewert haben, dass wir seinen Rossing 2 hinternehmen kann. Tja, dann bin ich wohl um 30 Gold. Und da können wir den halt so ein bisschen von uns überzeugen. Jetzt gib mir meine Waffe wieder. Ich werde mich dann nicht. Ja komm, wir können ihn natürlich behalten, aber ich gebe sie ihm wieder. Ist ja ein lieber Kerl. Ich will mich den Söldnern anschließen. Naja, du kannst ein ordentliches Schwert führen. Den Rest wirst du noch lernen. Meinetwegen kannst du mitmachen. Alles klar, gut. Jo, Raul ist natürlich übel. Ich glaube, mit dem müssen wir uns prügeln. Was habe ich denn an Stärke? 46, das ist eigentlich ganz cool. So, ja, überall gibt es jetzt diese kleinen Quests, wo halt hier das ein oder andere machen können. Hey, was willst du schon wieder? Ich will mich Lee anschließen. Lee hat dir bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen, ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's. Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung und da hat er verdammt recht. Wer ist Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafehüten tauchst. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett. Die hat... Oh mein Gott! Pass auf! Hau drauf! Ja, mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Zeig ihn fertig! Weg mit der Waffe! Na bitte, geht doch! Ja, jetzt entspann dich mal. Hier, Raul, dir klaue ich aber das Gold, das glaubst du aber. Grobes Kriegsbeil, hab ich sowas schon? Holzfäller-Axt. Mist. Paladinschwert. Darüber reden wir noch. Warte mal. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Das will doch keiner mehr hören. Hast du was dagegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Ach, mach doch, was du willst. Sieht doch schon ganz anders aus. Ja, aufs Maul für Raul. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Wer hat denn da jetzt Dingsbums gezogen? Es war aber ziemlich Glück, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil das sah nämlich so aus, als würden wir gut verlieren. Ich gehe mir erstmal pennen, das Bett steht schief im Regal drin. Naja, komm, passt schon. Ich gehe jetzt erstmal hier zu Rod. Nee. Ist jetzt die Frage, mache ich das mit Cypher? Ja, mache ich. Ich mache das jetzt mit Cypher, bevor ich jetzt nochmal zum Dingsbums, zum Tolloff gehe.
Ja, mit Sentenza hätten wir Probleme gekriegt, wenn wir dem das Gold nicht bekommen hätten, aber wenn der wenn dem seine Stimme uns nicht mehr wichtig ist, dann können wir immer noch zu dem hingehen, können sagen, hier, gib mir meine Kohle wieder. Ich will jetzt da vorne nochmal zum Dingsbums gehen, zum Schrein, speichere nochmal ab und guck, ob ich da nochmal beten kann. Mit Glück gibt er uns noch mal ein bisschen Stärke oder irgendwas, was wir gebrauchen können. Speichern. Keine Angst, ich werde jetzt, wie gesagt, ihr habt noch Zeit, mir zu sagen, was ihr haben wollt. Oh, Geschicklichkeit plus 1, nehme ich gerne mit. Habt mir noch Zeit zu schreiben, was ihr wollt. Ich habe auch im Discord schon mal gefragt, da steht es 1:1 für Magier und Söldner. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich jetzt Magier noch mache, ist natürlich noch ein bisschen schwieriger. Erstens, Magier sind eher auf Magie ausgelegt, deswegen hätte ich mehr in Mana reinstecken müssen. Und nicht so viel in Stärke, aber ich werde trotzdem den Stärkeweg weitergehen, weil es einfach coole Waffen dafür gibt. Dennoch allerdings werde ich... muss ich halt eine Fraktion wählen. Natürlich Stärke ist, der Paladin-Weg ist okay für Stärke, Stärke, Armbrust und ein oder zwei Hand. Ich will ja Stärke, mit Stärke will ich ja mein Einhand- und mein Armbrust-Gedönse da machen, weil es einfach passt. Bögen brauchen halt Geschicklichkeit, aber naja, da wären natürlich die Söldner ganz gut. So, hier gibt es noch ein paar Keiler, die möchte ich natürlich mitnehmen. Ich muss sie aber einzeln triggern. Ist natürlich doof, dass die beide gleichzeitig kommen. Aber die kriegt man gut hin. Ja, kann man machen. Natürlich kann ich trotzdem noch diese Wege gehen, so ist es nicht. Aber es wird halt schwieriger für mich, wenn ich nicht von vornherein so ein bisschen auf Magie gehe. Aber das kann man ja noch ein bisschen umändern. Also von daher, Mana kriegen wir schon noch genug zusammen, um die Zauber alle auszuprobieren. Auch als Magier, von daher lasst euch da mal ganz entspannt alles gut gehen. Habe ich noch irgendwas? Armbrustschützen, Einhandkampf, Stärke, goldener Ring, wertvolle Innus-Statue. Ich kann natürlich alles benutzen. Was ich eben sagen wollte ist, dass ich natürlich alles anfange, so weit zu benutzen, wie ich kann. Um natürlich EXP mitzukriegen. Hallo Feldräuber. Tschüss. Einfach im Rhythmus mitschlagen. Irgendwann fällt er schon um. Ein schöner Crit-Schatten. Da ist nichts zu holen, das weiß ich, glaube ich. So, ich habe hier alles, was ich brauche. Bam, 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 bam. Jo. Nein! Nope! 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 Da laufe ich mal etwas weiter weg. In der Hoffnung. Goblin-Skelette sind natürlich scheiße.
Goblin-Skelette sind scheiße. Ich hasse die wie die Pest. Ich hasse sie wirklich. Ich hasse sie vom ganzen Herzen. Noch. Aber das kriegen wir ja bald hin, hoffe ich. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Nein! Das sind meine! Sorry. Na, ja, passt schon. Die sind da nicht ganz so. In der Stadt hätten wir jetzt Probleme bekommen, weil wir dem einen Typen auf eine gedämmelt haben. Da wären sie alle böse geworden. Aber hier in Dingsbums sind die ganz entspannt. Hast du ja nichts dagegen, oder? Dass ich mich mal hier hinlege, danke. Bist du gerade auf mir geschlafen? Das ist gruselig. Ich weiß, dass du einsam bist, aber es muss nicht sein. Geh lieber ins Bordell. Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht sehr groß. ...1500 will er haben. Das ist natürlich eine Menge. Aber Elixier des Lebens lohnt sich natürlich auch. Ob ich mir das kaufen kann, weiß ich nicht, muss ich sagen. So, wollen wir mal gucken, was ich an dem... Zeig die aus. ...was ich dem so verkaufen kann. Vor allem, was ich nicht brauche. Einhandwaffe... Das kann alles weg. Großes Kriegsbeil. Kann auch weg. Degen der Banditen brauchen wir. Einen mindestens. So, Armbrust. 60 Stärke. Die bleibt mal. Der kann weg. Der normale Bogen, den behalte ich auch mal. Goblin-Skelett kann weg. Apfeltabak brauche ich auch nicht. Goldener Ring, das brauche ich auch nicht. Aber ich komme nicht auf das Geld. Das andere Zeug will ich noch nicht verkaufen. Gut. Macht nichts. So, jetzt klatschen wir hier die Wölfchen mal weg. Hallo Wölfchen. So, wir könnten eigentlich... Ich müsste eigentlich in die Stadt. Ich glaube, wir sind ja sowieso Jäger. Und da können wir... die Felle verkaufen. Oha. Hier ist aber ordentlich was los. Das hätte ich nicht gedacht, dass hier so viel los ist. Also können wir ruhig hier hingehen. Jo. Kann das bitte nicht bei allen Viechern so sein? Das wäre schön. Oh, komm jetzt her. Alter. Die geht mir gerade so ein bisschen auf die Nerven. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was der Timer sagt. Jo, dann mache ich die noch fertig. Ich speichere aber trotzdem noch mal ab. Sicher ist sicher.
So, jetzt muss ich nur noch Stück für Stück so einen Lurker irgendwie Akku kriegen. Ich will die aber einzeln haben, bitte. So, komm mal her. Gut. Die haben wir schon mal geklatscht. Jetzt komm mal her. Das war mir zu knapp. Jo. Das ist schon mal... Wow. Für ein Feuerkraut und für eine Feuernessel und für eine Feuernessel. Naja, so geil war das jetzt nicht. Ich will mal was gucken. Gibt es hier eigentlich Unterwasserhöhlen? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber... Ja, aber hier glaube ich nicht. Weißt du was? Ich speichere einfach mal. Dann werde ich... auch einen Schnitt machen und mal gucken, wie es weitergeht. Bis dann, ciao!